Mein Name ist Tobias Gutgsell, ich bin Geschäftsführer des BMW Autohaus Mertin. Sie finden uns hier in der Region an 4 Standorten. Wir haben 3 Autohäuser, unser Stammsitz in Bötzingen, hier in Freiburg und unser Haus in Emmendingen. Des Weiteren haben wir ein Motorradzentrum in Freiburg auf der Haid. Wir beschäftigen um die 200 Mitarbeiter. Unsere Firma wurde an unserem Firmensitz in Bötzingen vor über 50 Jahren durch unseren Inhaber Richard Mertin gegründet. Und schon damals wurden wir unserem Slogan das etwas andere Autohaus gerecht, denn wir waren damals schon das erste Autohaus mit einem angeschlossenen Friseursalon, der durch seine Frau Maria Mertin betrieben worden ist. Und wir waren das erste Haus, das am Samstag geöffnet hatte und am Montag geschlossen, denn der Friseursalon hat am Montag auch zu und damit auch das Autohaus. Ich denke, ein sehr innovativer Gedanke von vor über 50 Jahren. Wir bieten jegliche Dienstleistungen rum um die Mobilität an, angefangen von unseren Kernmarken BMW Mini und BMW i, unsere Marke für Elektromobilität. Besonders stolz sind wir aber auch auf unsere eigene Marke Mobirea, wo wir uns um alle Fragen der behindertengerechten Mobilität kümmern. Das Besondere ist, glaube ich, unsere Innovationskraft, dass wir immer versuchen, nicht nur den Blick auf das Heute zu richten, sondern auch auf das Morgen. Die Gesellschaft, die Wirtschaft, aber auch die Mobilität ist permanent im Wandel. Und diesem Wandel versuchen wir uns anzupassen und immer wieder neue Wege zu finden, wie wir unsere Kunden und Mitarbeiter für uns begeistern können. Wir wurden als Handwerker des Jahres ausgezeichnet für unsere Innovationskraft, für ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit, für tolle Mitarbeiter, die dieses Unternehmen zu einem ganz besonderen Unternehmen machen und es jeden Tag schaffen, mit ihrem Einsatz unsere Kunden zu zufriedenen Kunden zu machen. Die Auszeichnung ist natürlich ein ganz großes Lob für uns und für unsere Tätigkeit hier, aber vor allem ein ganz großes Lob für unsere Mitarbeiter, denn es sind unsere Mitarbeiter, die dieses Unternehmen zu einem besonderen Unternehmen machen und es mit ihrem täglichen Einsatz bewirken, dass unsere Kunden die zufriedensten Kunden hier in der Region sind. Ich wünsche mir, dass wir auch in 50 Jahren uns noch den Fragen der Mobilität annehmen können, dass es uns zu jedem Zeitpunkt gelingt, den Wandel der Zeit, den Wandel der Gesellschaft zu erkennen und die richtigen Antworten auf die Fragen der Zukunft zu finden.